Ich darf Sie nach Ihrem Rundgang durch das Deich- und Sihlmuseum und einer Mittagspause in Neukirchen zur Fortsetzung Ihrer Tour durch Südtondern begrüßen. Die Wittinghade ist ein ehemaliger unterer Verwaltungsbezirk im dänischen Herzogtum Schleswig. Der Begriff Harde soll bereits in der Wikingerzeit von 700 bis 900 nach Christus für die Besatzung von Langbooten bzw. eine kleine Streitmacht verwendet worden sein. Harden waren untere Verwaltungseinheiten und Gerichtsbezirke im dänischen Königreich. Sie entstanden vermutlich in der Herrschaftszeit des Königs Gorm nach Ende der Wikingerzeit etwa um 900 nach Christus. Dabei handelt es sich ursprünglich um ein Siedlungsgebiet von freien Bauern, die im Kriegsfall in der Lage waren, 100 wehrfähige Männer dem König zur Verfügung zu stellen. Gemäß Waldemars Erdbuch von 1231 war Nordfriesland in 13 Hundertschaften aufgeteilt, die den Namen Harde trugen. Als oberster Verwaltungs- und Justizbeamter der Harde war der Hardesvogt Repräsentant landesherrlicher Macht und Kontrollorgan der bäuerlichen Selbstverwaltung. Die frühen Hardesköge waren einflussreiche Bauern, die der dörflichen Selbstverwaltung nahestanden. Seit dem 18. Jahrhundert wurden als Hardesvögte nur noch Juristen eingesetzt, die sich vor allem als Vertreter der Obrigkeit verstanden. Die Hardesvögte betreuten die freiwillige Gerichtsbarkeit, waren Richter in Zivilprozessen und wirkten auch an Strafprozessen mit. Gleichzeitig war die Haresvogtei die unterste Polizeidienststelle. Mehrere Harden waren in einem Amt zusammengefasst. Nach der Bildung der preußischen Provinz Schleswig-Holstein im Jahr 1867 verloren die Harden im Zuge der Entflechtung von Justiz und Verwaltung zunächst ihre Gerichtsbarkeit und nannten sich fortan Hardes-Vogteibezirke. 1888 wurden die Harden endgültig aufgelöst und durch kleinere Bezirke ersetzt. Die Bezeichnung Harde lebt aber bis heute in den nordfriesischen Landschaftsbezeichnungen wie Widdinghade, Karhade, Bökinghade und Gooshade fort. Erstmals erwähnt wird dieser nach seinem damaligen Hauptort Horsbøl benannte Verwaltungsbezirk als Horsbøl-Harde 1231 im Erdbuch des dänischen Königs Waldemar II. Der Name Widdinghade, der sich von dem nördlich gelegenen Flüsschen Wiedau ableitet, wird erst seit dem 17. Jahrhundert verwendet. Zur Widdinghade werden heute die Dörfer Rodenes, Aventoft, Klangsbøl, Neukirchen und Emmelsbøl-Horsbøl gezählt. Während die nordfriesische Geest und die heute vorgelagerten Geestinseln Sylt, Föhr und Amrum bereits zur Jungsteinzeit, also zwischen 6000 bis 3000 vor Christus besiedelt waren, weisen die frühesten Spuren von Siedlungen in der Widdinghade auf die Völkerwanderungszeit hin. Diese ersten Siedlungen lagen im Gebiet des heutigen Emmelsbøl-Horsbøl. Die in einer zweiten Welle gegen 1100 nach Christus einwandernden Friesen legten dann gezielt Siedlungen als Reihenwarften auf Sandern an. Im Laufe des Mittelalters gingen durch Sturmfluten immer mehr Land verloren, bis nur noch eine Insel übrig war, deren ehemaliger Mittelpunkt Horsbøl nun am westlichen Rand lag. Diese Insel soll jedoch im Nordosten eine natürliche Verbindung über mehrere Sanderinseln durch das verlandete Watt zum Festland gehabt haben. Auch zur Bökinghade im Südosten soll es zu diesem Zeitpunkt noch eine Landverbindung gegeben haben. Die erste Grote Mandenke 1362 ließ drei Kirchen vermutlich im Westen der Widdinghade untergehen, von denen nur Wippenbüll namentlich erwähnt wird. Zum Schutz bauten die Bewohner 1436 um das übrig gebliebene Land einen Ringdeich, den Goldenen Ring. Mit der Eindeichung des Gotteskoges 1566 gehörte die Widdinghade dann wieder zum Festland. 1615 ging das westlich außerhalb des Goldenen Rings liegende Rickelsbüll mit der Hälfte seiner Einwohner in einer Sturmflut unter. Im selben Jahr gelang im Nordosten der Harde die Eindeichung des Brunottenkoks, 3 Jahre später die Eindeichung des Emmelsbühler Kleinen Koks. Bei der zweiten Großen Mandränke 1643 kam die Widdinghade recht glimpflich davon. Nur 143 Menschen verloren ihr Leben.
1681 wurde der Christian Albrechtskoog eingedeicht. Er sichert die Wiedinghade im Süden. Seit 1692 sicherte der alte Friedrichenkoog das Land im Norden. Bei der Weihnachtsflut 1717 wurde die Harde komplett überflutet. Wie viele Menschenleben diese Flut im Bereich der Wiedinghage kostete, ist jedoch nicht überliefert. Nach dem Anfang des 19. Jahrhunderts der Wiedingharder Seedeich verstärkt worden war, richtete die Halligflut 1825 keine Schäden mehr an. Die Folgen der napoleonischen Kriege zusammen mit mehreren Missernten führten dazu, dass alleine in den Jahren 1827 bis 1829 mehr als 70 Höfe Konkurs anmeldeten. Viele Menschen wanderten daraufhin nach Amerika aus. Abschließend möchte ich Ihnen noch zwei historische Ereignisse vorstellen, die ein weiteres Mal den Wunsch der Friesen nach Freiheit und Unabhängigkeit deutlich machen. In dem Podcast zum Niebüller Stadtteil Langstorf hatte ich darauf hingewiesen, dass die dänischen Herrscher immer ihre Not hatten, sich gegenüber den freiheitsliebenden Friesen durchzusetzen. Auch hier in der Wiedinghade findet sich dafür ein Beispiel. 1359 setzte der dänische König Waldemar IV. Atterdag statt eines einheimischen Hardenvogts den Piraten- und Kaperkapitän Waldemar Zappi als Hardenvogt ein. Zappi, der seinen Willen immer mit Gewalt durchsetzte, sollte verhindern, dass sich die Wiedinghade gegen den König erhob und keine Steuern zahlte. Wie autonom sich die Friesen der Utlande verstanden, zeigt eine weitere Begebenheit. 1426 versammelten sich Vertreter der Wiedinghade, der Bökinghade und der Inseln Strand, Sylt und Föhr und zeichneten das damals bestehende Recht in den Utlanden in der Siebenharden-Beliebung auf. Diese Gesetzessammlung wurde erst 1572 durch das Nordstander Landrecht ersetzt, das wiederum erst 1900 durch das heute noch existierende bürgerliche Gesetzbuch abgelöst wurde. Soweit nun zum Thema Wiedinghade. Sie müssten nun kurz vor Ihrem Etappenziel sein. Parken Sie bitte Ihr Fahrzeug, nehmen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit und steigen Sie aus. Wenn Sie den Deich erklommen haben, sehen Sie den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer vor sich liegen. Seit 2009 gehört das niederländische, niedersächsische und schleswig-holsteinische Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe. Bei gutem Wetter sehen Sie Sylt, den Hindenburgdamm, Föhr und im Süden die Halligen Oland und Langeneß. Entspannen Sie sich bei einem Deichspaziergang. Lassen Sie sich dabei per Video über Ebbe und Flut informieren. Anschließend hören wir wieder voneinander. Viel Spaß!